Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserer zweiten Gameshow, kreativ übersetzt. Wir haben heute hier zu Gast den guten Nerdlift aka Nerdy. Schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich sehr. Ich habe mich schon die ganze Woche auf die Gameshow gefreut und auch auf ein entspanntes, sonniges Wochenende freue ich mich auch. Das ist schön. Und natürlich als Moderator wieder dabei der gute Supi. Hi. Ich hoffe, dir geht's auch soweit ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich auch schon gefreut. Das habe ich auch, glaube ich, auch in den letzten Streams geschrieben, dass ich mich schon sehr gefreut habe, das heute wieder machen zu können. Ich denke, ich fange einfach mal an zu erklären, worum es überhaupt geht. Also der Titel heißt Kreative Übersetzungen, das seht ihr ja auch. Und ich habe mir vorab 31 Spieltitel rausgesucht und diese mehr oder weniger kreativ ins Deutsche übersetzt. Und die Aufgabe von euch beiden wird lauten, dass ihr den englischen Originaltitel nennen müsst, beziehungsweise den Titel aus den Übersetzungen, die ich halt erstellt habe. Sind die Übersetzungen, die du erstellt hast, alle deutsch? Ja, das sind alles deutsche Übersetzungen. Also sie werden wirklich deutsch sein. Und ihr müsst halt die Titel, sag ich mal, zurückführen, wenn man so will. Hast du, hast du zum Verdeutlichen einfach mal ein kleines Beispiel? Ich habe ein Beispiel eingeplant. Ich habe sogar zwei Beispiele eingeplant. Er wird unbesiegbar sein. Namdova. Und das werden wir danach da jetzt auch gleich sehen. Vorab muss ich aber ein paar kleine Sachen sagen. Erstmal großes Lob und Danke an Tiblis. Er hat sehr geholfen, unter anderem Verbesserungen durchzumachen. Ich kann jetzt viel einfacher Punkte hinzufügen und die Fragen und Antworten einblenden lassen. Das hat wirklich sehr geholfen, oder das wird, denke ich, auch sehr helfen. Und er hat mal ganz eben so ein Programm dafür aus dem Nichts rausgestampft. Also dafür auf jeden Fall herzliches Dankeschön. Auf jeden Fall, vielen Dank. Und auch noch nebenbei hat er mir bei ein paar Titeln geholfen. Also er hat mehrere Übersetzungen mir auch gegeben und geschickt. Und auch manche Titel hatte ich zwar schon, aber hat Übersetzungen geschickt, wo ich dachte, oh, die sind besser, die kann man besser einbauen. Deswegen danke da, auf jeden Fall. Und an den Chat, so wie beim letzten Mal, ihr könnt gerne mitraten. Also wenn ihr irgendwie was seht, eine Übersetzung und die beiden stehen gerade voll auf dem Schlauch, könnt ihr gerne reinschreiben, Antworten geben, wie ihr wollt. Sobald es losgeht, werden Luri und Nerdy nicht mehr im Chat drin sein. Da vertrauen wir den beiden einfach, dass das funktioniert. Also ihr könnt euch unterhalten, alles machen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr irgendwas vorwegnehmt. Dann zur Punktevergabe und generell zum Ablauf des Spiels. Ich werde, wie gesagt, die Titel einzeln nacheinander einblenden. Ihr werdet sie sehen, da wo jetzt gerade noch kreative Übersetzungen steht. Und eure Aufgabe ist es, wenn ihr glaubt, das zu wissen, drückt ihr auf den Buzzer. Dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit. Ich habe jetzt keinen direkten Timer, aber ich werde so ungefähr gedanklich so von 5 runterzählen. In der Zeit müsst ihr antworten. Ist die Antwort richtig, bekommt derjenige, der geantwortet hat, den Punkt. Ist die Antwort falsch, ist es nicht so wie beim letzten Mal, dass der andere einen Punkt bekommt, sondern stattdessen hat der andere seinerseits 5 Sekunden Zeit zu antworten. Wenn er dann richtig hat, gibt es den Punkt. Sollte er auch falsch sein, werde ich beide Buzzer resetten. Und es geht wieder von vorne los, bis quasi die Antwort ist. Sollte eine Frage zu schwer sein, ich glaube halt wirklich, dass ein paar Sachen nicht so einfach sind, werde ich Tipps geben. Und dann werdet ihr, denke ich, auch schon drauf kommen, wenn nicht, werden wir schon sehen. Also es ist auf jeden Fall so, ihr braucht keine Angst zu haben zu buzzern oder denkt, okay, ich habe zwar eine Vermutung, aber ich buzzer mal nicht, dass ihr einen anderen Punkt bekommt. Ihr gebt anderen höchstens einen Freistoß, selbst eine Vermutung abzugeben. Okay. So, ich denke mal, das ist bis dahin alles klar. Dann werden wir auch gleich ein Beispiel machen. Ich werde halt aber noch zwei Sachen dazu sagen. Und zwar habe ich zwar immer von Originaltiteln gesprochen, die Sache ist aber, es wird Spiele geben, die so an sich gar nicht existieren. Ich werde gleich am Beispiel verstehen, was das bedeutet oder worauf ich hinaus will. Die werde ich aber im Kontext des Spiels auch als eine Übersetzung gelten oder sagen, das ist ein Originaltitel. Dazu machen wir jetzt einfach mal gleich ein Beispiel. Haltet besser bereit, also kein Punkt, aber wir machen jetzt mal unter Real. Okay. Bedingungen. Nicht sofort, ja. Ja. Ich muss kurz ein Programm das richtig machen. Okay. Also bereit. Hier kommt die erste Frage. Heiligenschein. Wie lautet der englische Titel? Okay, das ist doch nicht so einfach. Ich mach dir jetzt nur als Wort. Ich sehe schon im Chat, kommen schon die Antworten. Also ja, okay, jetzt habe ich den Chat auch noch offen, also Halo.
Genau. Das, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass das die Übersetzung für Heiligenschein ist. Das wusste ich auch nicht. Ja, ganz kurz, hat einer von euch Cursor drin im Programm? Weil da ist, glaube ich, noch ein Schlüssel. Warte. Ja, das müsste nerdy sein. Bin ich das? Nee. Klick mal irgendwo unten hin. Und unten irgendwo hinklicken. Hab ich. Unter den Punkten. Okay. Ja, ich also bin. Mein Cursor kann es nicht sein. Ich kann ihn einfach mal hinzufügen. Da wäre meiner. Also, mich stört es jetzt nicht. Ist mir jetzt sofort aufgefallen. Hä? Wir dürften eigentlich noch gar nicht reinklicken können, oder? Ich kann auch gar nicht. Da oben muss ich den Zugriff erstmal anfordern. Ich bin machtlos. Ja, stimmt. Ich kann es auch nicht. Aber mein Cursor können wir sehen. Wer ist denn kannst das? Du denjenigen rauskicken? Bannen. Ich sehe zwar, wer das ist, aber ich weiß nicht, wie man bei Dokumenten jemanden kickt. Halb so wild wird da geschrieben. Ja, ich kann halt auch nirgendwo reinklicken. Nee, ich auch nicht. Also ich... Oh, shit. Steuerung Z. Steuerung Z. Oh. Da ist nur noch irgendwas, oder? Oh, jetzt ist es weg. Okay, ich lasse es. Da ist jetzt ein Cursor drin. Das soll nichts weiter verunsichern. Der ist da jetzt einfach, der gehört dahin. Ja, das ist jetzt anonymes Kiwi. Der ist... Aber ja, genau. Die Antwort ist Halo, genau. Und der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, das ist kein Spiel, was existiert. Ich habe mal recherchiert. Wenn ich richtig geguckt habe, Halo existiert gar nicht als Spiel. Das ist gar nicht existent. Der erste Teil heißt einfach nur Halo Combat Evolved. Der zweite heißt Halo 2, Halo 3, dann gibt es noch Halo Wars, Halo Reach. Aber das Spiel Halo an sich existiert nicht. Und deswegen kann es aber sein, in späteren Fragen, dass sowas trotzdem als eine Antwort gilt. Also das ist halt auch ein Titel, von dem ich sage, der existiert so. Okay, also es muss darunter bekannt sein. Genau, also auch wenn die Spiele einfach nur bekannt sind unter diesem Titel, gilt okay. Das auch. Und genau, gelten auch rein, also beispielsweise jetzt, wenn jetzt irgendein irgendein Halo jetzt grundsätzlich wäre, du würdest genau, ein spezielles eigentlich wollen, aber würde es reichen, wenn man Halo sagt? Nee, dann würde es aber auch stehen. Okay. Also dann hätte ich sowas wie Halo Kampf entwickelt geschrieben oder Heiligenschein Kampf entwickelt. Dann würde ich wirklich Halo Combat Evolved wissen wollen. Okay. Also quasi das, was wirklich da steht, auch bitte übersetzen einfach. Das ist quasi die Aufgabe. Wenn da wirklich nur Heiligenschein steht, dann Halo. Ansonsten sind halt wirklich das, was da ist. Und da ist auch ein guter Hinweis. Und zwar, wo ich Punkte gebe oder nicht gebe. Ein Artikel ist okay, wenn ihr der, die, das oder the vergesst oder hinzufügt, ist okay. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Sachen einfach so hinzufügt oder weglasst, die eigentlich im Titel vorkommen würden, dann sage ich einfach falsch und der nächste wäre dran. Es kann sein, dass ihr vielleicht nah dran seid. Ich sage einfach immer nur falsch. Also nicht glauben, dass dann vielleicht eine Spielereihe komplett falsch ist. Ich versuche halt wirklich den exakten Titel zu haben. Mhm. Nikomantic schreibt gerade, ob man... Ja, die Musik habe ich gerade schon leise gemacht und ich mache dich kurz auch noch ein Stück lauter. So, ich hoffe, jetzt passt. Genau, also, aber das ist halt so das Prinzip dahinter von wegen, wie gesagt, Artikel sind okay, Zahlen ist auch okay. Also wenn ihr jetzt sagen würdet, Halo 2, eigentlich müsste Halo 2 heißen, wenn es auf Englisch ist, aber wenn 2 sagt auf Deutsch, ist auch kein Problem. Hm. Das heißt, bei Zahlen ist egal, ob wir es auf Deutsch oder Englisch... Genau, bei Zahlen, nennen. Da könnt ihr die englische Variante nehmen. Deutsch ist okay. Und der Artikel auch. Ansonsten, aber beim Rest, da versuche ich schon eher drauf zu achten. Gut, gut. Das heißt jetzt auch genau, bei einem... es gibt ja zum Beispiel X Nintendo 64 Spiele, die 64 im Namen haben. Da reicht es auch, wenn wir dann zum Beispiel Super Mario 64 sagen und genau. Nicht Super Mario 64. Genau, okay. Da bei Zahlen könnt ihr ruhig deutsch bleiben, das ist kein Problem. Okay. Da, gut, dann eigentlich noch eine letzte Sache, die ich ansagen möchte. Das ist eher eine Sache für mich, aber die könnte für euch auch interessant sein. Und zwar habe ich versucht, ich habe es auf Deutsch übersetzt, dass ich den Google-Übersetzer verwendet habe, dürfte kein Geheimnis sein. Aber ich habe jetzt für mich entschlossen, ich werde da jetzt nicht die 15. Übersetzungsmöglichkeit nehmen, die möglich ist. Weil das, glaube ich, auch keinen Sinn hätte. Dann müsstet ihr irgendwie für jeder Vokabel irgendwie alle möglichen Übersetzungen haben. Dazu habe ich jetzt auch nochmal gleich ein Beispiel vorbereitet. Das können wir auch nochmal unter Realbedingungen machen. Hm? Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr es wisst, weil ich euch mal zeigen möchte, wo ich für mich die Grenzen gesetzt habe. Aber okay. Ihr könnt es einfach mal kurz spielen. Bösgefühle. Was hast du gesagt? Bösgefühle. Also, das verstehe ich sogar. Also ich lese auch immer nochmal vor, also ihr könnt, also ich hoffe, du hast es offen für dich, dass du es sehen kannst.
Ja, wie gesagt, also das ist halt, wo ich sage, das wäre zu weit weg. Also hier könnte ich, würde ich auch Tipps auch geben. Also es gibt eine, es gibt mehrere Teile davon. Bösgefühle 2 und Bösgefühle 3 heißen die dann. Ich glaube, ein vierter Teil existiert noch nicht. Nee. Aber ich werde das auch nicht allzu lang also machen, weil wie gesagt... Ich kann ja mal kurz sagen, mein erster Gedanke lief gerade wegen Böse erstmal an Evil Within, aber das passt ja dann nicht mit Gefühle. Genau. Deswegen... Genau, ich schließe, glaube ich, die Frage einfach, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass ihr es wisst, weil es einfach nur nicht wichtig, aber für mich die Grenze ist. Die Antwort wäre an der Stelle Dark Souls. Dark kann Böse heißen und Souls, eigentlich Seele, kann auch mit... Das mache ich nicht, weil ich mir auch sage, das bringt nichts. Also, Beat schreibt auch was? Ja. Also, gibt es irgendeine Übersetzer rein? Häufigkeit ist, glaube ich, wird vielleicht der 10. Treffer oder so gefühlt. Das würde ich halt nicht machen. Würde mir keinen Spaß machen, würde euch keinen Spaß machen. Würde ich nur sitzen und hätten die ganzen. Dann würde ich die ganzen Spiele nur beschreiben. Und ja. Das hatte ich auch nicht in der Sache. Natürlich könnte jetzt bei eventuell ein Titel kommen, wo ihr sagt, oh, ist aber auch weit hergeholt. Da sage ich, Pech, ich bin Moderator, ich darf das. Das heißt, ich mache das halt einfach. Aber wir sind hier die Untergeordneten. Mainstream, nein. Also ich habe natürlich versucht, darauf zu achten, dass es sind trotzdem natürlich schwere Sachen dabei, aber gut. Sind noch irgendwelche Fragen, auch an den Chat? Ist irgendwas unklar? Dann noch irgendeine Frage stellen. Ansonsten würde ich gleich dann mit der ersten Frage beginnen. Wenn nicht was offen ist. Also ihr habt keine Fragen, denke ich mal. Nee. Nö, bei mir ist alles klar. Nebenbei offen. Ihr seid bereit? Mhm. Jetzt ist zu. Okay, gut. Dann starte ich mit der ersten Frage. Blutübertragend. Shit. Ich hätte gedacht, dass es jetzt echt schnell kommt. Ich habe schon darauf geachtet, ich habe sofort den Wasser offen, weil ich dachte, Antwort. Da kommen gerade ein paar Subs rein. Tja, danke für die Subs. Danke für die 2 Gift-Subs. Hier ein Nerdy und ein. Nerdy? Bloodborne. Richtig. Ich kam gerade nicht auf Born, verdammt. Ich auch nicht, das war geraten. Vor allem, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt dieses verdammte Spiel, was Beat mich die ganze Zeit zocken lassen will. Er will ja unbedingt, dass wenn ich eine Playstation habe, dass ich dann Bloodborne zocke. Und ich kam nicht auf dieses verdammte Born gerade. Ich sehe auch gerade, dass Beat auch Bloodborne sogar geschrieben hat. Dementsprechend, ja. Aber Bloodborne war richtig. Punkt für Nerdy. Buzzer sind resettet, da versuche ich jetzt wirklich zu grüßen. Hallo Murigam, ich kann den Namen nicht aussprechen. Murigaming. Auch du gegrüßt. Luri macht normalerweise immer die Begrüßung. Hey ho! Genau. Für dich auch ganz kurz, wir machen gerade eine Gameshow. Du kannst mitraten im. Einfach Muri, okay. Du kannst gerne einfach mitraten im Chat. Wir haben beide. Ach, Muri war das. Okay. Ja. Muri Gaming YouTube. Ja. Genau. Ich sage, das kriegst du hin. Ich sehe den Chat gerade nicht, sorry. Das genau, ist voll unangenehm, den Chat nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ich fühle mich so alleine irgendwie. Ja, irgendwie, ne? Das ist voll ungewohnt. Dann, okay, aber Punkt habe ich, müsste glaube ich zu sehen sein. Ich habe den Stream nicht offen, aber eingetragen. Ist eingetragen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Leerzeichen-Eindringlinge. Einer meiner Favoriten, muss ich zugeben. Ich mag die. Nerdy? Space Invaders? Ja. Das ist richtig. Oh. Space Invaders. Space, eigentlich Weltall oder Weltraum. Ja. Aber auch Leerzeichen von Spacebar, die Leertaste wäre. Damit kriegt auch Nerdy den nächsten Punkt. Es macht immer so einen Moment zu spät Klick. Ja. Einfach drücken. Scheiße. Naja, aber dann, wenn er. Muss ja auch rechtzeitig antworten, ja. Genau, zähle ich runter und dann hat der nächste einen Freischuss auch zu antworten. Ja. Aber gut, ich meine, am Ende reset ich nochmal. Aber gut, dann. Punkt ist eingetragen, okay. Dann zur nächsten Frage. Rote Tote Erlösung. Nerdy? Red Dead Redemption. Vollkommen richtig. Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Nur, das ist mal so offen, ja? Warte. Ja, ich weiß. Tier schreibt auch, Luri macht keinen Scheiß, ich habe hier auf dich gewettet. Ich habe mit 20.000 auf mich gewettet. Okay. Nein, alles gut, die könnt ihr haben, die Punkte. Okay, dann, durch einen Punkt. Zur nächsten Frage oder zur nächsten Übersetzung. Klang das Heckenschwein?
Dann nehme ich auch an, dass der Buzzer nicht sofort gedrückt wird. Ja, ich sehe schon Antworten im Chat. Boah. Ja, also der Chat weiß es mittlerweile. Die haben alle gegoogelt. Lüge. Ach, so schnell wie das kam. Nein, Quatsch, alles gut. Da muss man drauf erstmal drauf kommen, ey. Ja. Vielleicht so als kleinen Tipp. Ich muss sagen. Wie gibt es am besten als Tipp? Also es ist halt ist eine bekannte Figur, eine bekannte Videospielfigur, die drin vorkommt. Also sowas wie Red Dead Redemption, also. Ist auch schon, glaube ich, das erste Spiel müsste sehr alt sein. Vielleicht kann jemand im Chat schreiben, wann das erste Spiel erschienen ist, eventuell, falls das jemand weiß. Ja, na, das weiß ich, aber wenn ich das jetzt als Tipp gebe, wüsste man es sofort. Ich wollte vielleicht erstmal ein bisschen weniger Tipps geben. Ja, okay, mittlerweile wissen es alle im Chat. Jetzt wird's unangenehm. Aber gut, ich meine, wenn ich schon gesagt habe, dass es stimmt. Ich weiß es nicht. Ist wie so ein Vokabeltest, ne? Ja. Kannst du kurz sagen, wenn die Quizzeit vorbei ist und dann können wir so guessen? Noch so warten? Ohne Punkte? Also, ich könnte ja jederzeit Antworten geben, oder was meinst du? Nee, er meint, wenn wir beide auf gar nichts kommen und du sagst am Ende, die Antwortzeit ist vorbei, du schließt die Frage, dass wir dann nochmal unsere Gedanken äußern können, bevor du die Antwort zeigst. Das würde ich vorher nochmal machen, bevor, bevor das käme. Okay, weil ich komme absolut nicht drauf. Ich auch nicht. Okay. Dann, hier machen. Ja, es sind wirklich verschiedene Tipps, die gegeben werden. Ist die Sache, deine Sache, wie viele Tipps du zulässt. Lala schreibt auch gerade, das könnte man machen. Man könnte statt Klang, kann man auch Schatten das Heckenschwein sagen. Luri? Sonic the Hedgehog? Das ist richtig. Alter. Sonic, Hedgehog, Hedge, Hecke, Hock, Wildschwein, eigentlich kann aber auch Schwein sein. Und Sonic kommt von dem lateinischen Wort Sonus, was so viel wie Geräusch oder Klang heißt. Ja. Und dementsprechend Sonic the Hedgehog. Das muss man auch erst halt diese. Ach, du Kacke, die Verbindung muss man auch erstmal irgendwie hinkriegen, ne? Ja? Ich sag jetzt auch die Übersetzung in dir beide. Eieieiei. Okay, Luri hat den Punkt. Oh, Anschlusspunkt. Ich vergesse die Buzzer passt wieder. Das muss ich halt so Klang, so Sound off. Ja, ich hing auch die ganze Zeit irgendwie bei Alter. Sound off irgendwas. Es gibt ja so viele Spiele, die irgendwie was mit Sound oder Tune oder sowas am Anfang haben. Ne? Ja. In die Richtung habe ich die ganze Zeit gedacht. Nee, da habe ich mich wirklich. Also Sonic wollte ich übersetzen. Der war gut. Der war echt gut, ja. Gut, Buzzer resettet. Luri hat den Punkt bekommen. Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Klasse Schlagkuppel. Ich dachte, der Buzzer würde sofort losgehen. Klasse Schlagkuppel. Na, da kommen auch schon die ersten Ideen in den Chat, oder zumindest eine. Ich sag noch nicht, ob das stimmt. Es gibt, auch nochmal als Tipp, es gibt mehrere Teile, die haben aber immer noch Beinamen. So wie bei Halo eigentlich, Halo Reach oder Halo Combat Evolved, und bei dem Spiel ist es genauso. Boah, das ist auf jeden Fall ein Retro-Spiel. Ich habe da irgendein Beat'em-up vor meinen Augen, ich weiß aber nicht. Ja, ich bin also auch gerade gedanklich bei Beat'em-up. Das ist irgendein ultra-altes Beat'em-up. Also oder Sonne. Oh, ich hätte gerade was ganz Abwegiges im Kopf, aber. Du kannst buzzern, wenn du möchtest. Necromantic ist. Wie machst du das mit Eigennamen eigentlich? Also bei Sonic hast du es ja gerade klar übersetzt. Genau. Setzt du dann Eigennamen, also ihr werdet keinen Eigennamen sehen. Ich werde euch aber nicht sagen, ob es. Okay, der Chat ist sich mittlerweile einig. Okay, ich rate. Nerdy? Ich rate Hitman. Leider falsch. Luri, du hast jetzt einen Freischuss, du kannst jetzt deinen Guess ruhig äußern. Also, das wäre jetzt der ganz abwegige Guess, aber das Einzige, worauf ich gerade irgendwie käme, wäre Super Mario Brothers. Leider auch nicht. Buzzers sind wieder resettet. Wegen Klasse oder sowas hatte ich halt überlegt. Klasse. Wegen Super. Ja, Klasse, Super, ja, einfach, ne? Ja. Und dann Kumpel kann man halt auch als Bro übersetzen, ne? Ja.
Ja, Lada, du hast recht. Ich meine, ich könnte es laut aussprechen, aber... Also... Nekromantik schreibt, Nerby, take my brain cells. Ja, gut, okay, Lada schreibt auch schon. Luri, du hast gerade zwei Teile richtig übersetzt, jetzt übersetzt doch den dritten Teil richtig. Du hast Klasse und Kumpel richtig übersetzt. Super Hitbra, Nein, Bro, nicht Super so, so. Nee, keine Ahnung. Birdie, hast du ein Guess? Was? Ich hab die Teile. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, nein. Klasse, resettet. Jetzt darf Luri nochmal guessen, wenn er möchte. Also, es sind mehrere Teile in diesem Spiel. Die heißen alle gleich, haben noch einen Beinamen dazu. Ich will ihn schütteln. Luri, was ist falsch mit dir? Was für ein Spiel ist denn Super Hitburst? Keine Ahnung. Zwei Sachen, die ich richtig... Hallo, Nesti. Zwei Sachen, die ich richtig übersetzt habe. Ja, super. Und Bros ist richtig. Ja, Lala, ich kann's lesen. Luris verlängerter Arm. Ja, danke. Luris verlängerter Arm. Er findet es nicht. Also bei Luri, ich weiß gar nicht. Luri, verdammt. Super Punch Luri. Bros? Keine Nein. Ahnung. Also ich. Nerdy, du noch ein Guess? Nee, ich hab keine Ahnung. Nee. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Alternativtitel dazu oder einen möglichen Beinamen. Den müsst ihr nicht richtig haben. Es reicht, wenn ihr wirklich dann einfach den Titel nennt. Wenn ich es richtig verstehe, müsste es Klasse Schlagkumpel Nahkampf wäre eine mögliche Übersetzung. Das oder, ach, das wäre auch möglich, ultimativer Klasse-Schlagkumpel. Wäre auch ein anderer Ableger. Oh nein, oh. Ultimativer Super-Schlag Boss Brothers. Okay. Nee, komm. Nee, ich komm nicht drauf. Ich fürchte, da kommt leider wirklich nichts mehr. Ich hätte jetzt vielleicht, schließt du die Frage? Dann würde ich doch ein Wort sagen. Ich würde gleich schließen. Ja. Kannst, wenn jetzt, also jetzt wäre noch möglich. Nee, ich meine, nach dem Schließen hätte ich was. Okay, dann Frage schließen. Super Smash Bros. Oh nein! Wie dumm ist das? Ich kam nicht auf Super Smash, oh Gott. Ich war bei Street Fighter. Ich war richtig, ich war Ultimativ. Oh. Wie dumm. Okay, ich habe jetzt gerade schon gedanklich bei Dragon Ball oder so gehangen. Oh. Ich dachte Street Fighter die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Oh Mann, ja, Street Fighter hatte ich auch so im Kopf. Oder Punch-Out oder sowas, weißt du? Ja, Punch-Out, das war auch einfach ein paar Gäste. Punch-Out war auch dabei. Ich war auch schon super One Punch Man geschrieben oder sowas, aber... Ja, das super ist voll Smash schwer. Das ist so heavy. Ja. Vor allem, ich, also, dass ich auch noch so nah dran war. Ihr sitzt zu Hause, ihr habt es viel einfacher als die Leute, die hier im Studio sitzen und mitraten müssen. Scheiße. Ich sitze hier in der Abstellkammer. Nein, ich muss schon sagen, ich hätte gesagt, dass es schnell geht, aber gut, da kann man es halt auch täuschen. Ja. Okay, löschen wir das. Einfach, nächste Frage kommt. Sternenhandwerk. Okay. Nerdy? Starbound? Nein, das ist leider falsch. Puh, das wollte ich gerade auch guessen. Oh. Luri, du hast jetzt noch einen Freischuss? 2, 1, Buzzer resettet. Ja, der Chat hat es auch schon wieder. Also. Ja, komm, die googeln alle. Ruhe. Also, ich weiß, vielleicht soll ich auch nicht sagen, wenn der Chat es hat. Nein, Spaß, alles gut. Hier als Tipp: Star ist schon mal richtig. Das war offensichtlich. Ja, wer weiß, ob ich es bin. Nee, wer weiß. Handwerk. 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 Ist wie ein Vokabeltest hier, ne? Was war Herr Handwerk nochmal? Ja, vor allem, was auch auf ein Spiel passt. Dann gebe ich, würde ich sagen, ich hatte sogar einen anderen Titel überlegt, den ich nehme, statt Sternhandwerk.
den würde ich jetzt auch sagen. Ihr könnt beides als Übersetzung nehmen. Also jetzt sowohl den neuen Titel, den ich jetzt gleich nenne. Den blende ich nicht ein, den nenne ich jetzt nur. Ob ihr jetzt den neuen Titel, den ich sage, auf Deutsch übersetzt oder der da steht. Es wäre auch möglich, mein Handwerk. Ja, die hat es geschrieben in dem Moment, wo ich es sagen wollte. Mein Handwerk wäre auch noch eine Sache, wo man Handwerk drin haben wollte. Wo ich Handwerk drin haben wollte. Aber doch deutlich schwerer, als ich dachte. Es ist echt schwerer. Also ich hab auch wirklich versucht, darauf zu achten, dass es Spiele sind, die man kennt. Also, ja. Also selbst wenn die Spiele nicht gespielt haben. Es wird uns gleich wieder wie Schuppen vor den Augen fallen. Das ist das, also wenn es nie gespielt hat, selbst wenn ihr nicht mal wisst, was für ein Spiel es ist, ihr habt es zumindest gehört. Also habe ich versucht, bei allen versucht. Namen. Star. Die Frage ist, ob es halt wirklich Star am Anfang oder Star am Ende hat. Ich habe schon versucht, die Reihenfolge beizubehalten. Okay. Also wenn es ein Wort ist, wird es auch schon die Reihenfolge sein. Es ist auch ein Wort. Es sind auch mehrere Teile wieder davon. Zumindest von Sternhandwerk. Von mein Handwerk gibt es tatsächlich nur einen Teil. Das Schlimme ist, mir fallen jetzt gerade mit Star nur Serien ein oder Filme. Ja, ich habe schon versucht, dass es... Oh Gott. Halt für ich versuche die ganze Zeit Handwerk ins Englische zu übersetzen. Ja. Aber ich komme die ganze Zeit nur auf weiß ich nicht. Du hast so ganz komische Wörter, die nichts in dem Spieltitel zu suchen haben. Ja, da schreibt auch schon so Sachen, die einfallen würden. Stargate, Star Wars, Star Trek. Ja. Aber das war alles... Okay, das ist es nicht. Okay, ja, komm. Ja. Nicht. Nee, ich hätte jetzt hier nichts vorgelesen, was stimmt. Das ist ja auch alles Serien oder Filme. Man könnte es auch vielleicht mit Sternenbau, beziehungsweise meinen Bau, übersetzen. Aber gut. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ihr es auch nicht wisst, damit haben wir wieder eine ungerade Anzahl. Warte mal nochmal, bitte. Ich gebe euch noch Zeit, paar. Sonst hätte ich gleich geschossen. Ja. Aber da, das ist eine richtige Übersetzung, oder? Ich habe alles getestet. Das ist doch schon, dass ich das nicht falsch übersetzt habe. Also ich habe eigentlich alles nochmal überprüft, dass ich hier nicht keinen Unsinn erzähle. Star. Ja, das passt schon, ja. Gut, der Chat gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich hier nichts falsch gemacht habe. Ich werde mich gleich so hassen. Ich werde mich auch hassen. Gut, dann würde ich sagen, ja, schließe ich das. Wenn jetzt, okay. Ja. Die Antwort lautet... Star Fox. StarCraft! Oh mein! Beziehungsweise mein Handwerk wäre Minecraft gewesen. Ich hab die ganze Zeit bei Manufacture oder sowas gehangen, ne? Ja, ich auch. Minecraft wäre halt auch ein Titel, aber... Oh gut, Mann, aber damit haben wir wieder eine ungerade Anzahl. Damit kann ich unentschieden. Ach so, das waren unterschiedliche Spiele, die du meintest. Ja, ich meinte, das wäre noch ein anderer Titel. Mein Handwerk wäre auch noch. Habe ich es nicht deutlich gemacht? Ach so, nee, ich dachte, es wäre ein alternativer Titel für das Spiel. So habe ich das verstanden. Ach so. Krass. Ja, ich meinte, alternativ, ich hätte das Minecraft genommen, aber da habe ich mich auch für StarCraft entschieden. Aber gut. Schütteln wir auch das weg. Eigentlich so einfach. Ja, wie gesagt, ihr sitzt zu Hause, die sitzen hier im Studio. Ja, das stimmt. Ja, das wir haben noch diesen Druck. Genau, ich habe den Druck. Ja, Druck. Ich werde von x Lichtern angeleuchtet, gerade 3 Stunden Briefing gehabt, ich bin richtig nervös. Ja. Okay, ich werde euch noch mehr Druck machen, das nächste, darauf solltet ihr kommen. Also da, das ist jetzt wirklich... Easy. Haltet euch bereit, ich glaube, der andere wird schneller buzzern. Okay. Die Frage lautet, Grabräuber. Luri? Shit. Grave Digger? Nee. Eins. Nein, Grave Digger ist falsch. Nein, Nerdy? Es war... Graveyard Keeper? Auch falsch. Nee, Basis sind resettet. Oh, Mann. Ah. Wieder buzzern, wenn ihr... Nee. Oh, Mann. Ich habe euch wirklich... sorry, dass ich jetzt wieder gesagt habe, dass es so schnell geht. Es wird schon im Chat geraten. Ich sag noch nicht, zumindest hat der. Aber der Chat ist auch nicht einig. Es gibt 2 verschiedene Antworten. Ich sag nicht, welche richtig ist. Gut. Boah. So boah. Also, du wenn man halt Grabräuber so eingibt in Google Übersetzer, glaube ich, gibt es auch nur diese eine Übersetzung, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die dürfen wir aber nicht nutzen. Nee, das wäre nett, wenn du es nicht machst. Ja, okay, ich habe ohne ich gesagt habe, was richtig ist, ist jetzt schätze ich auch einig. Also, gut, dann machen wir mal hier einen richtig krassen Tipp. Wie formuliere ich es am besten, damit ich das nicht so.
zu offen, aber es ist offensichtlich. Der Hauptcharakter in diesem Spiel heißt Lara Croft. Nerdy? Tomb Raider. Richtig. Shit. Oh, da wäre ich nie. Aber Tomb Raider. Ich war die ganze Zeit bei diesen ganzen Indie-Spielen, die mal auf den Markt kamen mit Crave. Also, es gab ja irgendwie ein Jahr oder sowas, wo irgendwie gefühlt 10 Spiele mit Crave im Namen kamen. Ja, alles Crave hier, Crave da. Ja. Genau, war auch Star, wo Graveyard Keeper und sowas rauskam und sowas, ja. Aber ist ein richtiges Tomb Raider. Okay. Schon Necromantic schreibt auch, das heißt eigentlich statt Grab kann es auch Sarg heißen. Also. Ja. Ah. Gut, ich werde nie wieder sagen, das werdet ihr jetzt wissen. Besser ist das. Wir enttäuschen eh. Den Druck will ich nicht machen. Aber gut, Punkt eingetragen, Buzzer resettet. Auf zur nächsten Frage. Brandzeichen. Brandabzeichen, sorry. Da muss ich sagen, das spielt wahrscheinlich etwas. Luri? Burning Sign? Leider falsch. Fire Emblem. Fire Emblem ist richtig. Fire Emblem. Eine Reihe, die ich nie gespielt habe. Ich kenne den Namen. Ja. Same, aber ich kenne den Namen aus dem E-Shop, glaube ich. Das meinte ich halt. Es sind halt Sachen, die halt wirklich. Die habt ihr vielleicht nie gespielt. Vielleicht kennt ihr auch nicht mal das Gameplay, aber der Name ist bestimmt irgendwann mal gefallen. Aber hier, Burnout war auch eine Überlegung. Weißt du, sowas Schweres da gar kein Problem, aber Super Smash Bros. Ist. Ja, das ist halt wirklich peinlich. Ich habe mir überlegt, ob ich nehme Brandabzeichen Schicksal, aber das wäre halt ein Ableger von. Ich glaube, das hätte ich schon wieder nicht gewusst dann. Ja, das dachte ich auch, das ist natürlich ein bisschen zu schwer. So, gut, dann. Punkt eingetragen, war so resettet. Nächster Titel: Lebensschlag. Da gebe ich zu, das ist schwer. Wo ich jetzt, wenn ich sage, rückblicken, muss ich überlegen, wenn das jetzt schwer ist, ob ihr drauf kommt. Es ist eins, was man auf jeden Fall kennt. Ja. Also den Titel habt ihr 100%ig, also 99,999% Sicherheit habt ihr den Titel schon mal gehört, zumindest. Ob ihr es gespielt habt, also nerdig, ich kenne generell überhaupt nicht, welche Spiele du spielst, deswegen kann ich bei dir nie sagen, ob du es gespielt hast. Deswegen werde ich auch nicht. Ja. Deswegen werde ich auch nicht sagen, ob Luris gespielt hat, weil das wäre sonst ihm gegenüber nur ein Vorteil. Das werde ich halt nicht machen. Ich weiß es zwar nicht von auf 100%ig, aber ich kann mir vorstellen. Was zum Beispiel grundsätzlich als Tipps, glaube ich, zum Beispiel gehen würde, wären, wenn man Genre oder sowas sagt. Ja, hatte ich auch überlegt. Also. Das Spiel ist in einem Ego-Perspektive, aber soweit ich weiß, ist es kein Shooter. Ja, die Leute sind sich auch nicht sicher. Das ist. Ich gebe zu, das ist eine sehr kreative Übersetzung. Und es ist nicht Life oder Leben, was ich, ich das Wort Leben her habe. Mist, da hätte ich jetzt nicht nach Life oder Leben aber. Oder sowas. Das kommt nicht im Titel vor. Und es ist auch nicht Smash. Also Schlag habe ich nicht wieder mit Smash übersetzt. Es ist Five Finger Death Punch. Wir müssen nicht wieder nach Smash googeln. Wie gesagt, Ego-Shooter, Ego-Perspektive, kein Shooter, soweit ich weiß. Vielleicht doch ein Shooter, ich bin nicht 100% sicher, ich weiß kein falsch, aber Waffen sind, glaube ich, nicht runter. Es gibt auch mehrere Teile davon, die heißen, glaube ich, auch alle gleich. Ich glaube sogar PlayStation 1 oder 2 kam das Spiel raus. Wobei, nehmt es zurück, ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ich das jetzt als Tipp nehme. Das war vor meiner Zeit, glaube ich. Aber dass der Chat das auch nicht weiß, macht es halt doch ein bisschen zu schwer. Ein alternativer Titel, der möglich wäre, wäre Lebensschock. Ich muss das jetzt irgendwie probieren, aber es ist nicht Bioshock, oder? Bioshock ist richtig. Doch? Bio, Abkürzung für Biologie, die Wissenschaft der belebten Materie der Lebewesen, auch bekannt als Lebenskunde und dementsprechend Bioshock. Ja, hier lernt man auch noch was. Alter, das hast du jetzt aber so weit hergeholt. Aber Bioshock gab es doch nicht für die PS1. Für die PS1 2, ja, Beach of Alder, PS3. Ab PS3, ja. Sorry, ich dachte, das Spiel wäre deutlich. Nein, Quatsch, alles gut. Ja, ich habe natürlich auch immer bei. Und zur Info, ich hab's in Steam, aber ich hab's nie gespielt. Same. aber es ist kein Shooter, oder? Habe ich richtig gesagt? Nee, doch. Ja, es gibt wohl auch schon. Pistolen, also
beziehungsweise Shooter-Elemente in der Art, aber ich glaube, es ist irgendwie halt nur nie gespielt, nie gesehen. Zweitrangig. Ich kenne halt nur, dass man irgendwie so eine Hand irgendwie hat, die Strom verschießen kann, dachte ich, oder sowas. Das ist ja so, wie kennt ihr Dishonored? Dieses Räuber-Schleichspiel, das ist genau das, nur ein bisschen offensiver mit Waffen. Also okay. Da ist schon relativ viel Geballer doch schon. Okay. Ja, die Leute schreiben auch, das sind Shooter. Und ich schreibe, E-Bildung ist ja eklig. Aber andere finden sie gut. Also, okay, Punkt für Luri gegeben, Buzzer resettet. Yes! Machen wir mit dem nächsten Titel weiter. Anruf vom Dienst. Nerdy? Call of Duty. Das ist richtig. Anruf vom Dienst fand ich einfach so schön. Es ist einfach nur die wörtliche Übersetzung, aber... Weil wortwörtlich würde es, glaube ich, Ruf der Pflicht heißen. Genau, ja. Eigentlich heißt es Ruf der Pflicht, aber ich dachte, komm, ein bisschen ab... Die Übersetzung hatte ich auch für Call of Duty im Kopf. Deswegen kam ich gerade auch nicht direkt drauf. Ich hab dann gesagt, komm, Anruf, komm, ich ruf da an. Mein Punkt. So, Punkt für Nerdy. Was er wieder das? Heißt eigentlich Ruf zur Pflicht, ja. Aber wie gesagt, ich... Es ist kreativ übersetzt, ja? Es sind kreative Übersetzungen. Hätte man nicht das Beispiel mit Bösgefühle gemacht am Anfang, ansonsten habe ich das höher viel zu weit hergeholt. Hallo Tomsi! Kommt gerade richtig zur Show, Game-Show. Du darfst mitraten, Videospiel, kreative Übersetzung heißt das Spiel. Und wir machen mit dem nächsten Titel weiter. Wildwechsel. Ist nicht einfach, gebe ich zu. Doch, doch. Nerdy? Animal Crossing. Richtig. Oh, das ist jetzt nochmal Wildwechsel. Animal Crossing, nein. Das ist aber auch echt hart, ohne Witz. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass ihr Wildwechsel wisst, die Übersetzung, deswegen steht da nochmal Wildwechsel. Ich hätte nämlich jetzt noch als alternativen Titel gegeben, hättet ihr es nicht gewusst, Wildwechsel Neue Horizonte. Ja, okay. Das wäre noch ja, da wäre es klar gewesen, auf jeden Fall. Aber, ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht... Und auch, was ich interessant finde, ich wusste vorher gar nicht, was ein Wildwechsel ist. Ich dachte, das spuckt Google übersetzt dort aus, aber Wildwechsel ist es wirklich. Ja, Wildwechsel ist, wenn du auf der Autobahn fährst oder auf der Straße und dann läuft ein Reh über die Fahrbahn. Das ist genau. Man merkt, dass du aus der Stadt kommst. Ja, ich habe auch keinen Führerschein. Ja, okay. Hallo Wolf, du kommst richtig zur zweiten Runde Game Show. Titelübersetzungen, kreative Übersetzung heißt das Spiel. Hey Wolf. Und, ich muss auch sagen, hier bei Wildwechsel, da haben wir die englische Übersetzung besser. Also die beschreibt wirklich, was es ist. Es sind Tiere, die haben das ich dachte nur Wechsel, ich habe Animal Crossing und da dachte ich schon so, okay, Straße, Kreuzung, Crossing, okay, und dann. Ey, ich krieg hier gerade so eine Klatsche. Gut, aber Titel gewusst, wir machen weiter mit dem nächsten deutschen Titel. Hohler Springer. Und alle, die neu dazu kamen, ihr dürft mitraten. Die haben den Chat nicht offen. Wenn ihr eine Vermutung habt, was die Übersetzung ist, die englische Übersetzung, dürft ihr gerne. Da kommen schon auch schon wieder Antworten in den Chat. Oh, jetzt haben wir zwei, drei mögliche Antworten, die der Chat hat. Ich sage, eine davon ist richtig. Ich lasse den Chat noch kurz überlegen, ob die Leute hier vielleicht ihre Antwort ändern wollen. Gerne groß, willkommen. Oh, Thomas hat echt keinen Plan. Die Antwort steht im Chat. Hohler Springer. Da muss ich auch wieder zugeben, es ist ein Spiel, bei dem ich auch nicht ganz weiß. Also ich würde sagen, vielleicht der Bekanntheitsgrad ist wie bei Fire Emblem. Nicht unbedingt jetzt ein Titel, den jeder im Kopf sofort hat, also den man kennt. Ich komme bei Springer, mir fällt für Springer auch nichts anderes ein, außer Jumper. Ja, aber Springer ist ja auch beim Schach ja auch das Pferd. Ich weiß, warte, das heißt aber Knight auf... Moment. Nee, das macht aber keinen Sinn. Oder? Das Hohler macht gerade... Nerdy? Ja, komm, Holy Knight. Keine Ahnung, ob das ein Spieler ist. Leider nicht. Das wäre ja heilig. Ja, genau, es wäre ein heiliger Springer. Ja, aber Hole, ja, weiß ich nicht. Hole ist ja auch ne, ein Loch, also Hole, weiß ich, ne? Stimmt. Aber Luri, du hast noch kurz Chance, wenn du möchtest. Ansonsten resette ich die Buzzer. Ah. Okay, Buzzer resettet. Nee. Gut, ich gebe als Tipp, nein, das ist schon mal richtig.
Das ist das Kreative an dem Springen. Jetzt nur die Frage, was ist Holash? Lori? Dark Knight? Leider nicht. Bei deinen Übersetzungen hätte ich mir alles vorstellen können. Ja, finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall möglich. Lori, du kannst noch einen Tipp abgeben, bevor ich die Börse resette. Dann sage ich Meta Knight, aber der hat kein Spiel, oder? Nee. Achso, okay. Weiß ich nicht. Könnte sein. Dann resette ich Wasser. Nee, das macht doch keinen Sinn. Oh. Ja, Tomsi, Knight für Springer, weil im Schach der Springer Knight heißt. Ja. Daraus habe ich es übernommen. Das ist das Kreative daran. Das ist gut. Jetzt habt ihr schon das Kreative weg, aber der Titel ist noch nicht genannt. Was heißt Hohl? Also, ich glaube, das ist sogar die richtige, also das ist wirklich einfach die Übersetzung. Gut, Ja, aber mir fällt nur ein Wort für Hohl ein, glaube ich. Dann drück den Buzzer und über... Achso. Nee, gar kein Wort für Hohl ein. Ich habe nur Empty, aber Empty heißt ja, leer. Ja, Empty, ja, ist leer. Und genau. Hohl ist halt so, was ist Hohl? Empty Night. So. Also ich glaube, ich habe jetzt hier nichts falsch gemacht, oder? Also die Leute haben es in den Chat auch schon teilweise überraten, deswegen denke ich, müsste es richtig sein. Nee, wird schon da gut, richtig dann, sein. Aber... letzte Chance für noch ein Guess. Also, ja, komm. Moment. Okay, Luke zuerst. Dann sag ich jetzt einfach den Empty Night. Nein, Empty. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber mir ist nichts anderes eingefallen. Wäre Empty Night gewesen, ihr habt nicht gebuzzert, hätte ich es nicht mehr behalten lassen. Also, deswegen, Nerdy, du noch eine Vermutung oder? Nein. Also, ich habe leider auch keinen Alternativtitel, also ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen kann. Ich kenne das Spiel auch überhaupt nicht. Gut, dann die Antwort heißt Hollow Knight. Oh, Hollow Knight! Nein! Okay, also das Spiel bekannt, ja? Also man kennt das wenigstens. Okay. Ich hab's letztens erst angespielt. Hollow, ja. Ja. Nein, ja, Hollow. Ach, schwer, Lori, stimmt, du hattest es ja sogar im Spiel. Ja. Stimmt, ja. Oh. Jetzt erinnere ich mich sogar. Ich war zu unsicher, ob das Spiel überhaupt bekannt ist, aber scheinbar schon. Das hätte ich wissen müssen. Ja, ich auch. Oh, Mann. Bin ich nicht drauf gekommen. Kein Problem. Wie immer einfach ignorieren und wir machen mit dem nächsten Titel weiter. Schlachtbereich. Nerdy? Battlefield. Das ist wichtig. Sag ja, ich gehe hier runter. Das einfach dazwischen zu machen. Lässt sich nicht viel zu sagen. Ist jetzt nicht sehr kreativ, ist aber einfach mal so ein schönes Wort für zwischendurch. Leute, Hollow Knight, ich kenne Wolf, ich glaube schon. Also Hollow Knight war für mich ein Spiel, was ich auch eine längere Zeit nicht kannte. Ich kenne das Spiel, aber ich habe total vergessen, dass das Hohl Hollow heißt. Ja. Und das, ich bin da nicht drauf gekommen. Ich hatte die ganze Zeit hier Dark Knight, Empty Knight, Hohl Knight, Knight oder so. Ja. Aber ja. Aber ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass gerade eher das Springer halt etwas problematisch ist. Wenn man Knight hätte, dachte ich, würde man es vielleicht wissen, aber. Ja, der Springer war. Ist nicht schlimm. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Ausuhr. Das ist kein Schreibfehler von mir. Falls das jemand denkt. Ist ein schwieriger Titel, gebe ich wieder zu. Ich bin so im Nachteil mit meinem Kack-Englisch. Ich weiß, das ist es nicht, aber was mir gerade einfach im Kopf direkt reinsprang: Outlast. Leider nicht. Dachte ich mir. Die hat jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, bevor ich wieder, resette. Es sind mehrere, ich hab noch nichts. Okay, dann resette ich. Es sind mehrere, Ideen wieder im Chat. Drei Stück, soweit ich weiß. Bei einem bin ich nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Spiel ist, aber... Ist Ausuhr überhaupt ein Wort? Nein, ich glaube nicht. Aber das Spiel ist... das Spiel ist ein Wort, deswegen habe ich es zusammen gemacht. Okay. Gut. Okay, also off-clock, aber... Nerdy? Overwatch. Richtig, Overwatch. Oh, Junge. Alter! Over, Game Over kann auch aus bedeuten und dementsprechend ist es die Ausuhr. Oh, nein! Ich sag ja, ich geh so unter. Aus, Over, Scheiße. Ja, sieht. Ah, du kriegst den Hype, Nerdy. So ein Nick-Nick-Mantik ist halt eindeutig auf deiner Seite. Oh, danke, Enyo. Gut, wir haben Halbzeit, würde ich sagen. Alter, ich liege mit 7 Punkten hinten.
Ist noch alles drin. Also es sind noch 15 Titel, dementsprechend, oder 16, ich bin gar nicht sicher. Also das war jetzt gerade die 15. Frage, 31 habe ich, also müssten es jetzt noch 16 sein. Also ist noch alles drin. Ich bin enttäuscht, Luri. Danke. Ja. Das war nicht von mir, das habe ich aus dem Chat vorgelesen. Das war wahrscheinlich von Lala. Nee, das war mal abwechselnd nicht Lala. Nee? Das war, soll ich überhaupt sagen? Mir egal. Ist euch egal. Okay, dann würde ich sagen, okay, okay, die Person möchte es nicht. Dann machen wir mit dem nächsten Titel weiter. Bedürfnis nach Geschwindigkeit. Nerdy? Need for Speed. Richtig, es ist Need for Speed. Vor allem, ich hab's auch, weißt du, Du musst einfach drücken. Einfach drücken. Ja. Leute, ich bin zu langsam im Drücken, eindeutig. Ja. Das war einfach. Ja, Wolf, ich wollte auch ein paar, Dora, ich wollte noch ein paar einfache etwas dazwischen machen. Es kommt wieder ein etwas schwierigeres, also keine Angst. Machen wir den nächsten Titel, Basabisette, Punkt habe ich gegeben. Nächster Titel. Großmensch. Großmensch. Luri? Ich weiß nicht, ob es das Spiel gibt, aber Big Human? Leider nicht. Die hat jetzt eine Chance auf ein, auf deine Antwort. 5, 4, 3, 2, 1. Buzzer resettet. Aber kannst ja ruhig einen Guess reinmachen, ne? Ja, aber mit, ja. Ich meinte auch, Luri, also es ist vollkommen okay, dass du gebuzzert hast und es nicht funktioniert hat. Doof ist nur, wenn es dann doch einfällt und der andere halt deine Möglichkeit hat. Luri? Okay. Ich muss ja im Moment tryen. Ich hatte gerade einen komischen Gedankengang. Großmensch ist ja Riese. Rice irgendwie. Eins. Wie bitte? Rice? Nein. Nerdy? Du hast mal eine Chance. Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich muss halt die Zeit trotzdem ansagen, weil sonst. Klar. Giant? Zwei. Wie bitte? Giants? Ist das ein Spiel? Eins? Nein, ist es nicht. Weil Giant ist auch ein anderes Wort für Riese. Ja. Dann gebe ich mal einen Tipp. Und zwar, wenn man das Spiel aus dem Japanischen ins Englische übersetzt und dieses wiederum ins Deutsche, ist das gleiche Spiel, heißt es Felsmann. Fels? Felsmann. Wie der, wie ein großer Stein ein Fels? Wie ein großer Stein. Felsmann wäre die aus dem Japanischen ins Englische und von Englisch ins Deutsche. Ich sehe schon, dass ganz viele Leute, Chat scheint sich einig. Da kommt gerade eine neue Antwort rein. Luri? Golem? Nein, leider nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es so ein Spiel gibt. Nö, aber ist durchaus möglich. Hat wieder Chance. Drei. Rocket Man? Das wäre jetzt... Ja. Wäre zumindest die aus Japanischen ins Englische übersetzt, aber es ist nicht der Titel, den ich suche. Rocketman wäre aber ein Englisches. Dann müsste auch Rockman sein und nicht Rocketman. Rocket wäre ja Rakete. Stimmt, Rocket wäre Rakete. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Nee, es macht alles. Vor allem wäre dann ja Rock oder Stein mit in der Übersetzung Rock drin. Human. Rock Human. Also Rocket wäre es nicht, aber Rockman. Genau, Rockman müsste es, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Rocket gekommen bin. Das ist ja nicht schlimm. Rock ist ja ein Stein. Gut, die Leute sind jetzt immer noch nicht hundertprozentig einig. Es sind immer noch verschiedene drin. Aber der richtige Titel ist schon drin. Großmensch, Felsmann. Hast du noch einen Tipp für uns? Es ist ein sehr altes Spiel. Ich glaube sogar... Chat kann mich korrigieren. Ich behaupte momentan, es kam sogar schon für die N64 raus. Da kann mich sonst der Chat mal kurz korrigieren, wenn es jemand weiß. Aber ich glaube, das Spiel ist mittlerweile schon zu alt. Du kannst ja mal kurz nach der Konsole googeln. Nerdy? Ah. Bomberman? Nee. Okay, schade. Wenn ich jetzt google, dann schließe... Ich 3, 2, 1... Earthbound? Keine Ahnung. Das war jetzt einfach nur was ich im Kopf Nerdy? Hatte. Pac-Man? Nein, leider auch nicht. Fuck. Nee. 5, 4, 3, alles mit Man. 2, 1. Wenn Nerdy? Oh Gott. Ja? Jetzt Mega Man. Mega Man. Mega Man ist richtig. Nein! Junge. Und da war, ach du, Mega Man gab's schon auf dem NES.
Ja, ich wollte den Tipp die ganze Zeit sagen, aber da hat Nerdy immer wieder gebuzzert. Also, mich hat mich korrigiert. Es gab so SNES raus. Mich hat das jetzt voll. Also, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade ganz überlegt. Was kam denn auf dem N64 erstmals raus mit irgendwie Mensch oder sowas? Ich wollte mich immer wieder korrigieren, aber ich durfte den Tipp ja nicht geben, während Nerdy noch. Als kleine Erklärung noch, Mega aus dem Altgriechischen für groß, dementsprechend auch möglich, das mit groß zu übersetzen. Scheiße. Ich bin einfach alle Spiele mit Man durchgegangen und. Ja. Ich muss sagen, ich wollte Pac-Man auch drin haben, aber Pac, das kann man nicht mit Großmensch übersetzen, das wäre leider nicht machbar. Gut, dann haben wir auch dieses Spiel. Nächste Frage, oder nächste Übersetzung lautet. Ansässiges Unheil. Gut, du stehst genauso auf dem Schlauch wie ich. Ich muss sogar zugeben, ich hätte gedacht, dass das Bier schnell kommt, aber es ist ein Vokabeltest hier wieder einfach. Man, was heißt ja, und ihr kennt meine Englisch-Skills. Nerdy? The Evil Within. Leider nicht. Was? 5, 4, 3... 2, 1, Buzzer resettet. Also der Chat ist sich einig. Zumindest sehe ich mal nur die eine Übersetzung. Unheil. Ist das nicht ein Sänger? Das war unheilig. Und wo ist Nick der ansässig? Nick Wendig schreibt, ich kann heute nicht mal Deutsch. Ja, also Chat weiß es mittlerweile. Ach Gott, ich hätte wieder gesagt. Oh ja, der war. Eigentlich ist er doch ganz einfach Resident Nerdy? Evil. Das ist richtig. Resident Evil. Oh, das. Oh, ist das belastend. Oh. Irgendwas mit Evil. Ja. Ich würde jetzt ja wahnsinniges Böses schreiben. Ein bisschen. Sollte es auch schon zu weit hergeholt sein. Gut, Luri, du kannst noch gewinnen. Mm-mm. Aber es wäre nicht schlecht, wenn du langsam Punkte machen würdest. Ja, danke! Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Übersetzung. Großartiger Autodiebstahl. Ich dachte, hier wird sofort der Buzzer gedrückt werden, wenn ich sowas schreibe. Nerdy? GTA. Grand Theft Auto. Okay, du hast mir gerade eine Drille gebracht, weil ich dachte GTA, aber ja, das ist ja. Dementsprechend hätte ich gelten lassen, auch wenn es GTA gewesen wäre. Aber ja, weil ich dachte eigentlich genau ganz übersetzt, aber hast du sowieso gemacht. So eng würde ich es aber nicht sehen, weil es ja das Spiel eindeutiges Spiel ist, was du meinst. Nee, also ich wollte den vollen Namen sagen. Das ist gut. Ja, deswegen kein Problem. Boah, Junge. Gut. Oh, der Chat hat es auch schnell gewusst. Ja, hier wäre auch. Ich werde mal das, was Tee geschrieben hat, etwas leichter übersetzen. Es wäre schön, wenn du einem langsam Punkte machen würdest. Er hat es nur nicht so formuliert. Ja, ach nee. Gut. Sag das meinem Hirn. Machen wir einfach mit dem nächsten Titel weiter. Geheimnis der spirituellen Energie. Secret of Luri? Mana. Endlich kannst du mal Punkte machen. Oh, Secret of Mana. Ja. Mana. Ah. Auch bekannt als spirituelle Energie. Nicht überall, wenn man nach Mana googelt, findet man auch andere Dinge. Aber eine Übersetzung ist, oder eine Sache, wo sich Leute einig sind, dass es als spirituelle Energie gilt. Das war auch wieder eine etwas kreativere Übersetzung. Aber du bist sehr schnell drauf gekommen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt, weil ich dachte auch, dass das schwer ist. Ach, das weiß er. Aber die einfachen Sachen nicht. Ja, also das fand ich, ganz ehrlich, das fand ich jetzt mal eins der einfachsten, die heute kamen. Für mich. Ich muss sagen, das habe ich als ein mittelschweres eingestuft für mich persönlich. Aber ah, so ist es halt subjektiv, ne? Das ist schon, das ist sehr subjektiv. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Titel weiter. Der letztplatzierte von uns. Luri? The Last of Us. Ja. Das ist auch nicht schwer. Da war ich schnell genug. Ja. Da hat Luri mal schneller gebuzzert. Punkt für Luri. Ja, da kann der Chat nicht so schnell. Das war mir gleich klar. Da kann der Chat nicht so schnell googeln, meinst du wohl? Ja, nein, Spaß. Das ist ein guter Punkt. Gut. Punkt eingetragen, Buzzer resettet. Uri, danke. Endlich kommen wir Punkte. Ja. Kommen wir zum nächsten Titel.
Herzstein. Luri? Hearthstone? Das ist sogar richtig. Wow, oh. Das haben wir auch weit hergeholt mit dem ich Herd. Ich muss sagen, nee, Hearth, es ist nicht Herz, das heißt wirklich Herd. Und Stone heißt okay. Stein. Ich habe extra gegoogelt. Hearthstone heißt nicht Herzstein. Ich dachte auch, aber... Ah, okay. Das ist wirklich ein Herd. Das, da wow. War ich, auch, ich wollte Herzstein reinnehmen, aber da habe ich noch... Google mal zur Sicherheit und das heißt wirklich Herd einfach. Also Hearthstone gibt es nicht. Da druckt Google jetzt auch einfach nur Herzstein aus, aber nicht, dass das ein richtiges Wort wäre. Aber deswegen, das ist nicht Wetter. Das nächste ist dafür wieder kreativ. Freut euch drauf. Sterbliches Gefecht. Und das ist kein Schreibfehler von mir. Luri? Mortal Kombat. Boah, da kommst du jetzt richtig drauf. Der war gut. Kombat wird mit C geschrieben eigentlich, aber da dachte ich, wenn die es mit K schreiben, dann schreibe ich das auch mit K. Und dementsprechend habe ich Sterbliches Gefecht. Ah, okay, ja. Deswegen, also. Oh, Dying Light haben jetzt mehrere geschrieben. Da würde ich jetzt die Herleitung. Das wäre ja sterbliches aber... Licht. Oder sterbendes Licht. So, Dying Light. Ja, ach, sterbendes Dying, Licht. Und sterblich heißt halt, ist halt direkt übersetzt Mortal. Ach so. Mortals. Okay. Sterbliche. Okay, stimmt ja, Mortals, die Sterblichen, ja. Oder ja, Immortal okay, halt unsterblich. Comet eigentlich mit C geschrieben, die schreiben Comet mit K. Ja. Da mache ich. Danke. Ah, Tatsache, das K hat mich so kurz irritiert. Ja, das war auch ein Zweck der Sache. Ja, danke. Ich finde die Übersetzung auch sehr schön, deswegen habe ich es mit reingenommen. Kortel Mombat. Kortel Mombat. Okay, dann kommen wir zur nächsten Übersetzung: Die älteren Papierrollen. Da habe ich nur das Papier reingenommen, Tobi. Nein! Ich oh muss. The Elder Scrolls. Ja. Das ist richtig. Tatsache, Nerdy, oh, du hast mich gerade vor dem falschen Guess bewahrt. Wegen deiner Reaktion mit dem Nein habe ich gedacht, nee, das muss jetzt doch offensichtlicher sein. Weil ich hatte gerade als ersten Guess Papyrus im Kopf. Die zu dieser alten TV-Serie, die Spiele. Und erst wegen deinem. Oh nein, dachte ich, Moment, Papyrus ist nicht so offensichtlich. Kurz überlegt, Let's Scrolls. Ja, okay. Herr Steiger, Sie den Chat nicht so wie bei dir damals. Ihr könnt mitraten. Ach so, wirklich, das interessant, dass ich das Nein wirklich abgebracht hatte. Ich hätte gesagt, du bist einfach deine Übersetzung. Aber Nerdy, ich denke, du hättest auch gedacht wahrscheinlich, weil... Ja, es war gut, also ich hab gerade, mir ist es direkt nicht eingefallen, also habe ich die Hand von der Maus weggenommen und dann, ich wollte Papierrollen, Paper, Scroll und dann, nein, und dann war, aber dann hat er schon. Ja, dann war es Luri schon. Ja, puh. Das war echt knapp. Okay, das war dann wirklich eine schwere Sache, knappeste Kiste. Okay, dann... Oh, aber die hat nicht einzigen. Tom sind auch erstmal ein Papyrus. Scheinbar ist Papyrus eine Sache, die sehr schnell in Gedanken kam. Aber gut, machen wir mit der nächsten Übersetzung weiter. Geringer, schwerer Himmelskörper. Little Big Luri? Planet. Auch das ist richtig. Dann macht Luri einen weiteren Punkt. Lala meinte, Metroid hat schnell geschrieben, aber... Wo nimmst du das jetzt her, Schatz? Keine Ahnung. Ja. Biber. Noch nie gehört, was ist das? Oh, kennst du die Romantik? Little Big Planet? Gut, habe ich auch nur durch meinen Cousin mal kennengelernt. Das gab es auf der PSP, glaube ich. Ne? Ich glaube, das war so ein PSP-Spiel. Ich glaube, ja, das ich glaub, gab es auf verschiedenen PlayStation. Also es ist halt so ein hat Jump'n'Run. Hat das nicht auf der 5er einen zweiten Teil bekommen oder sowas? Oder dritten Teil? Doch. Ist das das mit Sackboy, meine ich? Ja, genau, das gibt es auf der PlayStation 5 einen neuen Teil von. Ja. Beat schreibt sogar PS3 gerade. PS3, ja. Kommst da auch raus. Habe ich auch nie gespielt. Aber ja, ich habe es damals mit meinem Großcousin mal gespielt. Das ist ganz nettes Spiel auf jeden Fall, so schön. Okay, muss ich mir mal ansehen. Ja, also ich würde sagen, es ist der beste Titel der Welt, aber es ist ein schönes, ruhiges Spiel. Ich glaube, man muss ein bisschen die Welt bauen, um voranzukommen. Ganz nett. Gut, dann, Buzzer resettet. Kommen wir zur... jetzt kommen wir zu meinem... ich würde sogar fast schon sagen, absolute Lieblingsübersetzung. Da bin ich jetzt gespannt. Die Sage der grauen Kämpferin. Ich nahm auch nicht an, dass ihr es sofort wisst.
Boah, ich glaube, das Spiel kenne ich nicht. Doch, also die Titel hast du hundertprozentig gehört. Das war jetzt schon fast ein Tipp. Also, das ist ein sehr bekanntes Spiel. Als Tipp, es gibt mehrere Ableger davon. Die haben aber alle dann, ich sag jetzt immer Beinamen, ich weiß nicht, ob man es Beinamen nennt. Oder sowas wie Subtitle. Comedy Wolf. Subtitle, also. Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, das Spiel so alleine, so wie es da steht, existiert nicht unbedingt. Aber es hat mehrere Subtitles auf jeden Fall. Da kommen jetzt schon zwei verschiedene Überlegungen rein. Ich gebe zu, das ist nicht einfach. Also da habe ich vielleicht das Größte vom Herholen, weit herholen genommen, das möglich ist, aber das hat mir einfach zu gut gefallen, als ich dachte, das nehme ich jetzt rein. Das muss reingenommen werden. Ich habe auch gleich einen Subtitle vorbereitet für den Fall. Ich lasse euch noch ein bisschen knobeln, aber dann würde ich den Subtitle mit reinnehmen. So ähnlich wie es bei gemacht haben mit Wildwechsel, neue Horizonte. Aber ich sehe auch der Chat, also bis auf zwei Antworten, die reinkamen, kommt keine mögliche weitere Idee oder eine Bestätigung von bereits genannten Titeln. Ah, kommt noch ein dritter Titel. Gut. Ich glaube, wenn ich den Subtitle nehme, ist es schon fast schon offensichtlich, aber deswegen habe ich ihn ja mit reingenommen, damit ihr das vielleicht macht. Mhm. Also jetzt nicht wundern, die Antwort, die jetzt kommt, ist einfach nochmal die Titel nochmal selber. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist einfach, weil ich es nicht besser einbinden konnte. Mhm. Gut, macht euch bereit. Jetzt müsst ihr den Beititel mit übersetzen. Wenn ihr jetzt nur die Saga Grauenkämpfe rübernimmt, lass ich es nicht gelten. Okay. Nehmt den Beititel mit. Aber der sollte verhältnismäßig sein. Okay. Die Saga der grauen Kämpferin, Schnaufe der freien Wildbahn. Luri? The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das ist richtig. Oh jetzt, Gott, das kommt war ja... Die graue Kämpferin her. Oh. Du musst weghören, das ist wieder Bildung. Der Name Zelda kommt von dem altgermanischen Wort Griselda und bedeutet graue Kämpferin. Aber der Teil Elda ist eigentlich eine Kämpferin. Das Set von Griselda ist noch der graue Teil dabei. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, das graue Kämpferin mit reinzunehmen. Oh, das... Ja, also, jetzt mal das ernsthaft. Ich konnte ja nicht machen, die Sage von Zelda. Ich habe deswegen die Sage der Grauen. Ja, wie kommt man drauf? Wie gesagt, habe ich das weite Herholen genommen, weil... Aber ja. Ich fand es einfach so schön. Genial, muss ich echt mal sagen, genial. Der ist echt gut. Der ist echt richtig geil. Ja. Ohne das Breath of the Wild, also Schnaufe der freien Wildbahn. Ja, so wieder, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hatte Atemzug der freien Wildbahn, aber ich fand er hat Schnaufe geschrieben, dachte ich, nehme mal Schnaufe rein. Das ist ja. Schön. Das kann man nehmen. Ah. Gut, Luri hat den Punkt bekommen. Ich glaube, Supi hatte zu viel Zeit, um alles nachzugucken. er hat sich lange drauf vorbereitet, ja. Ja, also, Supi ist doch sehr gewissenhaft. Oder Atem der Wildnis. Hätte auch gegangen. Da gab es natürlich mögliche. Alter, Supi, gönn dir einen Job Google, ey. Hallo, Bienchen. Hey. Wir sind noch beim kreativen Übersetzungsquiz. Es sind jetzt nicht mehr allzu viele Fragen. Aber die Leute sehen den Chat nicht. Also wenn du mitschreiben möchtest, also mitraten möchtest, kannst du gerne machen. Oder auch einfach generell den Stream genießen. Gut, Luri hat den Punkt bekommen, Buzzer sind resettet. Dann machen wir weiter mit der nächsten Übersetzung. Endgültige Einbildung. Final Luri? Fantasy. Oh, no. Auch das ist richtig. Final Fantasy. Ich wollte zuerst endgültige Vorstellungskraft machen, aber Vorstellungskraft heißt ja schon Imaginary. Und deswegen ging das da. Ah, nicht. Der war gut. Ja. Aber. Luri bekommt den Punkt. Und das ist ja hier Trivia-Fakten über Harry Podcast Mod Cold Mirror. Ja. Ich würde sagen, die macht noch deutlich besseren Job, aber ich fand es einfach schön. Also, die Sage der grauen Kämpferin, das musst du einfach betreiben. Aber auch Luri wusste auch hier endgültige Einbildung Final Fantasy. Ja. Das wird jetzt wirklich nochmal ein bisschen spannend. Oh nein! Mal gucken. Also, ich meine, du spielst immer noch mit Punkten, aber es ist auf jeden Fall noch machbar, für Luri zu gewinnen. Kommen wir zur nächsten Frage. Massenwirkung. Nerdy? Mass Effect. Nein. Das ist richtig. Damit kriegt Nerdy den nächsten Punkt.
war so gesittet. Das war auch wieder ein Titel, wo ich dachte, der ist jetzt nicht schwer. Aber wenn du es gerade im Kopf bekommst und direkt gleichzeitig dieses Död hörst, ja, ne? Mass Effect, Masseneffekt, ja. Ich habe mir auch nicht wirklich gemüht, also ich hatte nach einer Masse noch Masse noch anders übersetzen, aber nee, komm. Ich dachte gerade nach die Sage der grauen Kämpfe braucht ihr etwas einfachere Titel danach, zwei Stück. Da wollte ich jetzt nicht nochmal irgendwas Schweres mit reinmachen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Titel. Ein Nein. Nerdy? Anno. Das ist sogar richtig, ich habe sogar noch ein Beititel dazu übersetzt, weil ich dachte, wenn ein Nein nicht ausreicht, hätte ich noch gemacht. Ich ein Nein 1404 hätte ich als nächstes gemacht. Ja. Nein heißt No, N, eigentlich wird N nur verwendet, wenn der nächste Wort im Englischen ein Vokal ist, aber es ist trotzdem auch ein. Ja, aber ganz ehrlich, Anno zähle ich so als ein Wort, also wegen Ja, ne, dass ich da nicht drauf... Es ist ein Wort... Ich habe mir auch hier wieder ein bisschen Freiheit genommen. Wie viele Fragen haben wir überhaupt noch? Eigentlich. Ich würde sagen, du kannst jetzt leider nicht mehr aufholen. Nee. Also Scheiße. Das hat jetzt mittlerweile, durch diesen Punkt hat jetzt auch Nerdy das abgeschlossen. Es sind noch ein paar Titel, die spielen wir natürlich noch zu Ende. Aber so ein so oder so hast du auf jeden Fall gegen Ende eine gute Aufholjagd. Oh ja. Es Alter, sind jetzt das noch, war echt spannend noch. Aber es sind noch drei Titel dementsprechend. Also gut, wenn man genau nimmt, ich habe noch zwar ein paar... hier, wie nennt man das? Honorable Mentions, also ein paar Spiele, die es nicht in die Show geschafft haben, aber deswegen sind sie auch nicht drin. Deswegen sind es nur offiziell noch drei Titel. Okay. Aber gucken wir mal noch. Kommen wir zum nächsten Titel. Glaubensbekenntnis der Mörder. Nerdy? Assassin's Creed. Das ist richtig. Alter. Das war auch so, heißt, das war aber auch zur Hälfte geraten. Creed heißt, ja, Glaubens, ich hätte nicht gedacht, dass ihr Glaubensbekenntnis kennt, aber Assassins ist ja schon Plural, also mehrere, und das Apostroph S ist noch der Genitiv, das bedeutet, das Creed gehört zu den Mördern. Normalerweise habe ich halt mir die Reihenfolge beibehalten. Es wäre dann irgendwie Mörder der Glaubensbekenntnisse, aber es ist ja wie gesagt ein Genitiv und dementsprechend. Ja. Das weiß ich auch nur, weil wir das irgendwann in der Schule mal random gegoogelt haben, weil wir wissen wollten, was Creed heißt, und dann kam mir Glaubensbekenntnis und ich weiß nicht wie, aber ich habe mir das gemerkt. Aber auf jeden Fall richtig. Dementsprechend nochmal ein Punkt für Nerdy. Und machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Untermärchen. Ich dachte, da kommt der Bass. Luri? Undertale. Ja. Also da hätte ich gedacht, dass der Buzzer sofort kommt. Ich kann ja kein Videospiel-Quiz machen ohne Undertale. Also ich muss gerade überlegen, was Märchen übersetzt heißt. Ich hatte auch Untergrundgeschichte vielleicht, aber dachte ich, na, Märchen. Mich wundert es auch, dass ein Spiel bisher noch nicht gekommen ist, womit ich schon ziemlich gerechnet habe. Ah, vielleicht kommt es ja sogar noch. Na schau. Warte, ich glaube, ich habe... Was habe ich noch? Ich glaube, ich habe noch mindestens ein Spiel, was auf jeden Fall noch drankommen sollte. Okay. Also mit einer kreativen Übersetzung, also was ich noch auf meiner imaginären Liste habe. Weil da bin ich noch gespannt, ob da dran kommt. Ja. Also wahrscheinlich werde ich muss sagen, ich glaube, ich werde bei keinem von euch beiden das machen. Also das haben, was noch übrig ist. Aber Undertale, hättest du es gekannt, Nerdy, als das Spiel zumindest? Oder? Ich kenne den Namen. Ich glaube, ein Kumpel hat mir das sogar mal zum Geburtstag mal bei Steam geschickt, weil der wollte, dass ich das spiele, aber ich habe es noch nicht gespielt. Das kann ich nur sehr stark empfehlen, auf jeden Fall. Vielleicht nicht im Stream, da sind Leute sehr spoilerlastig. Aber mach's nicht aber im zumindest Stream. Ist es ein Storygame? Ja. Es ist ein Storygame, ja. Es ist ein sehr schönes Spiel. Eins meiner Lieblingsspiele komplett. Ach, krass. Hat eine schöne Geschichte. Ich muss sagen, der Anfang hat mir nicht so ganz gefallen, aber wenn man sich drauf einlässt, ist es ein sehr schönes Spiel. Ja. Und aber zumindest hätte sie den Namen gewusst. Also darum ging es mir jetzt eher. Also es ist jetzt nicht so unfair. Ja, doch, ich weiß, dass du es gespielt hast, deswegen wo ich das erst kennt, bei dir wo es jetzt nicht wie bekannt das Spiel. Tu dir selber einen Gefallen und spiel's nicht im Stream. Gibt es für die Switch? Ja. Boah, da kann das schon, heißt, ich kann das auf dem Klo spielen. Perfekt. Ich meine doch, dass das für die Switch rauskam. Ich kenne es nur auf Steam, aber es ist, glaube ich, auf Switch muss es, glaube ich, auch möglich sein. Ja, ich glaube, das ist schon ganz der geheime Boss sogar. Oh, Entschuldige. Hallo? Luri? Ich bin gerade an die Taste gekommen. Der hat jetzt ein. Okay. Nerdy darf jetzt. Willst du Gesser geben? Ich sag Kingdom Hearts. Richtig, nein. Okay. Dann kommen wir. Beach hat auch noch. Ja, für die Switch. Kommen wir zur letzten Quizfrage. Herbst, Leute. Nerdy? Fall Guys.
Richtig. Ja. Fallout ist nicht nur Fallen, sondern auch Herbst. Ich fand das so schön, das muss ich mal sagen. Ja. Und damit gewinnt Nerdy diese zweite Rudel-Game-Show und mit 17 zu 11 Punkten. Boah, herzlichen Glückwunsch. Echt immer noch gegen Ende, ey. Vielen Dank. Also irgendwie ganz schlimm, die Gäste gewinnen bisher alle Shows. Ja gut, es war bisher ich brauche einen leichteren Gegner. Was? Es war schon cool. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Endlich. Seitdem ich es fertig hatte, dachte ich, okay, komm. Wann kommt es vor? Und Ja, gerade das Format habe ich auch noch nie. Ich meine, ich bin ein sehr großer Game-Show-Fan. Deswegen habe ich mich auch so auf die Einladung gefreut. Aber ich habe davon noch nie gehört. Also das zu übersetzen, das ist echt eine sehr, sehr coole Idee gewesen. Ja, auch da muss ich natürlich sagen, ich will die ganzen Lorbeeren nicht für mich nehmen. Am Anfang Tiblis, Tobi hat geholfen. Ein paar Fragen hat er übernommen. Auch das Programm, was er geschrieben hat. Auf jeden Fall auch Lob an ihn. Und die Idee von diesen kreativen Übersetzungen kam nicht alleine von mir. Das habe ich nicht ausgedacht. Das habe ich von einem YouTube-Video gesehen. Also das habe ich da. Und wer das Video kennt oder Video findet, wie auch immer, wird sehen, ich habe ein paar Ideen übernommen. Also ich will jetzt nicht behaupten, das habe alles mir ich ausgedacht oder überlegt. Da will ich jetzt auch sagen, ich sage nicht, wer es ist, um keine Werbung zu machen, aber da sind Ideen auch von anderen gekommen. Willst du denn mal einen Hint auf die nächste Show geben? Ja, ich habe überlegt, ob ich den Namen nenne, dann wüssten es natürlich, das kann ich gleich schreiben, wenn du möchtest, aber als privat. Ich könnte den Namen nennen, aber ich glaube, dann wüssten es alle, oder? Oder soll ich es nur versuchen? Du kannst durch das Format schon mal anteasern. Ich meine, ist ja nichts dabei. Genau, also das nächste Spiel wird, außer wir ändern einen Arbeitstitel, aber ich glaube, die kann man so lassen, der Preis ist heiß. Und wer die alte, ich glaube, amerikanische Show kennt, wird wissen, worum es geht. Und ja, ich habe dazu sogar schon fast, ich hab das sogar schon fast fertig, weil ich mal mit Freunden während Corona gespielt habe. Da habe ich mir auch die Mühe gemacht, das einfach zu machen, hab's rausgesucht und dachte, kann man nehmen, kann man machen. Und nachdem Luke mal gesagt hat, hier kommt eine Game Show, können wir machen, dachte ich, nehmen wir rein. Und bevor Fragen kommen, der nächste Gast steht da noch nicht fest. Aber was für mich auf jeden Fall feststeht, Nerdy, irgendwann werde ich dich nochmal zu einer Revanche herausfordern. Vielleicht nicht in dem gleichen Format, aber zumindest in einem dieser Gameshow-Formate hier. Kannst du dich schon mal drauf einstellen? Ich kann mir sogar vorstellen, das muss natürlich jetzt nicht, dass das Nerdy unbedingt dabei ist. Vielleicht sagst du auch, nee, lieber nicht, aber ich würde sagen, zum nächsten Spiel, da ist mehr als ein Gast sogar wirklich sogar gut. Oder, können wir also ja da schauen. Da sprechen wir das in Ruhe noch ab. Genau, aber was besprechen. Ihr auf jeden Fall machen könnt, ihr schaut mal bei Nerdy vorbei und lasst ihm mal einen kleinen Follow da. Danke. Einen kleinen Siegesfollow. Alles gut, vielen Dank. Ja. Siegesgeheul. Gut, ich würde jetzt gleich dann auf Kirby switchen. Oh, da freue ich mich, Kirby. Ich würde noch gerne eine kurze Ansage machen. Gerne bitte, alle, die gerade dabei sind, alle, die schauen, auch VOD, egal. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge zur Show habt, wo ihr sagt, das kann man vielleicht noch machen oder das können wir machen, bitte schreibt ruhig, das könnt ihr nur wieder mir schreiben. Am besten direkt zu dir, egal was, damit ich nicht gespoilert werde, falls irgendwie noch was dabei ist, immer direkt zu dir. Also wenn irgendwas ist, schreibt mir irgendwie ruhig Sachen und ich kann entscheiden, ob ich es dann mit Luri bespreche oder, also ich werde zumindest mit anderen mal zu besprechen, wenn ihr sagt, oh, das sollte noch besser machen. Wie Luri am Anfang sagte, die Kritik, konstruktive Kritik, ja, bestimmt, hat uns erreicht, wir haben uns schon ein paar Sachen verbessert, wir haben Dinge hinzugefügt, aber wenn noch andere Sachen sind, wo ihr sagt, oh, das kann man noch einbauen, das können wir machen, das haben wir gar nicht bedacht, schreibt ruhig und wenn möglich, werden wir es auch schon in der nächsten Show oder generell versuchen einzubauen. Gut. Dann, ich bedanke mich bei euch beiden. Ja. Ich bedanke mich auch noch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne doch. Ich verschwinde jetzt kurz in Be Right Back Screen und dann werden wir gleich auf Kirby switchen. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.